Die E3 ist jetzt wirklich vorbei. Angelo ist endlich wieder zurück aus L.A. und hat uns ganz schön was erzählt. Und dementsprechend gibt es jetzt unsere Top 3 mal 4 liebsten Ankündigungen von der E3 in alphabetischer Reihenfolge. Also Angelo, Flo, Frodo und Olli. Viel Spaß! Ja, hey Leute, ich starte meine Top 3 Games der E3 mit Spider-Man. Als absoluter Marvel-Fan habe ich die große Hoffnung, dass Spider-Man genau das wird, was sich viele erhoffen. Auf dem Sony-Stand hatte ich schon mal ganz kurz die Möglichkeit, ins Game zu schauen und war instant von der Welt und dem Schwingen durch New York angetan. Du bist Spider-Man. Zumindest fühlt es sich so an und das ist auch in meinen Augen mega wichtig. Niemand braucht eine weitere Standardausführung eines Superhelden mit langweiligem Gameplay und Story. Das Kampfsystem wurde von Batman übernommen und als Bösewichte halten Elektro, Scorpion, Reno, Vulture und Mr. Negative als die Sinister Six her. Richtig gezählt, einer fehlt. Da gab es nur einen ganz kurzen Teaser. Es soll halt tatsächlich Venom sein. Ob sich's am Ende des Tages auch wirklich so herausstellt, das werden wir sehen. Leider werden nur diejenigen in den Genuss kommen, das Game zu zocken, die selbst eine PlayStation 4 besitzen, denn hier handelt es sich leider um einen Exklusivtitel, der am 7. September exklusiv auf der PlayStation 4 erscheint. Ich persönlich hoffe einfach, dass eine interessante Geschichte erzählt wird und dass das Gameplay schön anspruchsvoll ist. Mehr will ich gar nicht. Mit Sekiro wird es den nächsten Teil von From Software geben. Ihr seid ein Ninja und bekämpft übergroße und mächtige Gegner in taktischer Hack-and-Slay-Manier. Aber es gibt tatsächlich Unterschiede, wenn wir einen direkten Vergleich zu Dark Souls an den Start bringen, denn es wird nichts zum Looten geben. Keine neuen Items, keine Charakterwerte wie Stärke und Ausdauer, es gibt auch kein Klassensystem, geschweige denn überhaupt die Möglichkeit, den Charakter selbst zu erstellen. Und wenn ihr sterbt, und das tut ihr in der Regel sehr oft in den Games von From Software, dann verliert ihr keine Seelen. Somit fallen viele Rollenspielelemente weg, es soll allerdings für Ersatz gesorgt werden. Als Ersatz für neue Ausrüstungsgegenstände habt ihr jetzt eine Armprothese, bei der ihr Gadgets nutzen könnt, wie zum Beispiel einen Enterhaken für schnelle Bewegungen oder Feuerwerkskörper zum Stunnen und noch vieles mehr. Ich war persönlich schon ein Fan von Nioh und hoffe einfach mal, dass From Software aus dem generellen Genre noch einiges mehr rausholt, denn es wirkt wesentlich schneller, generell flinker und das Setting an sich, ich bitte euch, ich glaube, das wird richtig geil. Erscheinen wird es übrigens im Frühling 2019 auf dem PC, der Xbox und der PlayStation 4. Kommen wir zu meinem Gewinner der E3 2018, wo ich halt echt einfach stundenlang erzählen könnte. So ein ambitioniertes Game habe ich schon lange nicht mehr gesehen, denn CD Projekt will mit Cyberpunk 2077 so vieles besser machen. Nach The Witcher gab es jetzt im Endeffekt das nächste Großprojekt, auf das sich ja auch viele Leute gefreut haben, auch wenn man viele Jahre von CD Projekt diesbezüglich halt gar nichts gehört hat. Hauen sie halt einfach so ein richtiges Brett raus, der Gameplay-Trailer selbst wurde auch millionenfach geguckt und die Leute, ja, die wollen halt einfach genau wissen, was für eine Richtung das Ganze gehen soll. Aber eins kann ich euch schon sagen, im Jahre 2077 seid ihr als unabhängiger Söldner in einer komplett düsteren und verkorksten Welt unterwegs. Und zwar in der Ego-Perspektive. Gefällt einigen nicht? Ich fand tatsächlich, in der Gameplay-Demo sah das ziemlich geil aus. Das waren noch nicht genug Argumente fürs Game? Ich hab noch ein paar. Ihr könnt nämlich mit Waffen um Ecken schießen. Wände und andere Gegenstände sind zerstörbar. Das bedeutet, ihr könnt auch hindurchschießen. Und es gibt Bullet Time. Und mit zwei Klingen bewaffnet könnt ihr Wände entlang rennen, generische Waffen hacken und im Assassin's Creed-Style lautlos eure Feinde schön blutig ausschalten. On top kommt denn, dass wahrscheinlich einige Let's Player wieder wegen Nudity gestrikt werden, denn CD Projekt meint, das gehöre ins Game. Also Boobs und primäre Geschlechtsorgane, wobei einfach Liebe machen, so wie auch schon in The Witcher 3. Das gehört halt einfach dazu. Ich freue mich extrem auf den zweiten Teil von The Division. Zwar hatte ich mit dem ersten Teil viele Stunden Spaß, aber Gegnerdesign und Endgame waren einfach nicht abwechslungsreich genug. Genau an diesen Stellschrauben will der zweite Teil aber drehen und verspricht wieder eine geniale Vierspieler-Koop-Erfahrung mit Waffen, Bauteile sammeln, bis der Arzt kommt. Neue Fraktionen, Gegnertypen und endlich noch abwechslungsreichere Areale, die es zu erkunden und zu befreien gilt. Außerdem abwechslungsreichere Bosse und Bossfights und allein der Anblick des Weißen Hauses oder der abgestürzten Passagiermaschine im Trailer sahen atemberaubend gut aus und ich freue mich echt drauf.
Während der erste Teil des großartigen Dying Light in Deutschland ja leider indiziert wurde und damit weder beworben, gestreamt oder ohne weiteres offen im Laden liegen durfte, hat nun der zweite Teil die Chance, es wieder bis zu uns zu schaffen. Im ersten Teil hatten wir in einer beschränkten Quarantänezone zu tun und kraxelten munter durch die Straßen voller untoter Horden. Daran und am grandiosen Parkour-Running-System wird sich auch nicht viel ändern. Jedoch lässt der zweite Teil jetzt schon durchblicken, dass alles weiter, höher, größer, schneller und noch viel schlimmer geworden ist. Die Zombie-Apokalypse liegt zurück, die Welt wiederum in Schutt und Asche. Es haben sich neue Städte und Lager gebildet, neue gesellschaftliche Strukturen wurden geschaffen und die schlimmsten Feinde sind gar nicht mehr nur die lebenden Toten, sondern feindliche Fraktionen. Da könnte es zum Beispiel Kannibalen geben oder Sektenspinner und Clans, Fanatiker, die ihre ganz eigenen Gesetze schufen und Ziele verfolgen. Wer sich nicht benimmt, der wird einfach aufgehangen. Und ganz ehrlich, dieser enorm erweiterte Umfang in einer postapokalyptischen Welt macht für mich als Fan des ersten Teils eine enorme Faszination aus und deshalb will ich Dying Light 2 unbedingt haben. Dazu der Waffenbau, das Ressourcenmanagement und die Aussicht auf Nebenquests unterschiedlicher Fraktionen oder vielleicht sogar die Möglichkeit, sich einer bestimmten Fraktion anzuschließen, erhöht den Wiederspielwert. Wenn dazu noch die kooperative Komponente wieder Einzug ins Spiel hält, dann wird's so richtig, richtig gut. Ihr kennt mich ja, Freunde. Ich bin ein Riesen-Zombie-Fan. Und auch wenn die Infizierten aus Days Gone eigentlich Freaker heißen, passt das Setting. Rennende, fiese, alles beißende Mistkerle, die einem das Leben oder ein paar Finger der rechten Hand kürzer machen wollen. Und alter Falter, wie die Viecher in Days Gone rennen können, das lässt sich aber sogar nutzen, da man gezielt Gegnerhorden in feindliche Stützpunkte lenken kann, so dass diese komplett überrannt werden. Danach sind dann entweder nur noch wenige Gegner übrig, die man erledigen muss, um einen Stützpunkt zu übernehmen, oder man wartet einfach ab, so dass sich die Freaker-Horden wieder verstreuen. Außerdem, und das muss man mal ganz deutlich sagen, ist das Setting von Days Gone für dieses Genre extrem cool. Idyllische Wälder, das Biker-Flair, das ist so The Walking Dead trifft auf World War Z, trifft auf Far Cry, trifft auf Sons of Anarchy und dann haben alle lustig Sex und dann kam da Days Gone irgendwann raus. Ich persönlich habe große Hoffnung, was die Story und verschiedene Charaktere angeht, denen wir auf unserer actiongeladenen Reise begegnen werden. Denn Days Gone soll absolut story-driven sein, vergleichbar mit beispielsweise einem GTA. Fraglich ist dennoch, ob das Spiel überhaupt in Deutschland erscheint, denn der Brutalitätsgrad ist recht hoch. Und dass unter den mutierten Gegnern auch Frauen, aber vor allem auch Kinder sind, dürfte es dem Spiel nicht viel leichter machen, in deutschen Läden zu landen. Naja, was soll ich sagen? Wofür gibt's österreichische Versandhändler, ne? Ihr erwartet jetzt wahrscheinlich die großen Titel Anthem, Kingdom Hearts 3, Death Stranding, The Division 2 und wie sie nicht alle heißen, aber einer der Titel, über dessen Ankündigung ich mich am meisten gefreut habe, war einer von denen, die leider am wenigsten gezeigt haben. Die Rede ist von Battletoads und wenn ihr nicht wissen solltet, was das ist, ich meine, das Original kam immerhin 1991 raus, Battletoads ist eins der klassischen Sidescroll-Beat'em-ups. Im Zweispieler-Koop schlüpft ihr in die Rollen der beiden Kampfkröten Rash und Zitz, um euren Kumpel Pimpel zu befreien. Der ist zusammen mit Prinzessin Angelica von der bösen Hexe Dark Queen entführt worden und befindet sich nun auf dem Planeten Armageddon in Ragnarok's World, also dem dunklen Teil des Universums. Klingt jetzt alles komplizierter als es ist, eigentlich müsst ihr im Spiel nur von links nach rechts kommen und dabei alles zu Kleinholz verarbeiten, was sich euch in den Weg stellt. Das wiederum klingt leichter als es ist, Battletoads hat nicht umsonst den Ruf, eins der schwersten Spiele vergangener Zeiten zu sein und hier sage ich nur zwei Worte, Sewer Level. Also was ich mir erhoffe ist, dass man das Ganze etwas modernisiert hat und es ein wenig mehr Flow bekommt als das Original für den NES. Das, eine schöne neue Grafik und ein Zweispieler-Couch-Koop, mehr will ich gar nicht. Das sollte doch wohl bis 2019 umzusetzen sein. Ach ja, wehe, ihr entfernt das Friendly-Fire-Feature. Ich möchte das Angebrülle, wenn man aus Versehen seinen Kumpel ausgenockt hat, nicht missen müssen. Neues Nerd-Ranking, neue Chance für mich, euch zu sagen, dass Dragon Quest 8 eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und was freut den kleinen Frodo dann ganz besonders? Ein neues Dragon Quest! Ja, okay, Dragon Quest 11 ist ja an sich schon seit letztem Jahr draußen, aber eben nur in einem Land, wo angeblich Leute am Release-Tag zu Tausenden die Schule oder Arbeit schwänzen, um zu spielen. Während also die Japaner schon seit Ende Juli 2017 auf die epische Heldenreise gehen dürfen, muss ich mich noch bis zum 4. September gedulden. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, sich nicht selbst zu spoilern? Ich will endlich mit Trunks... der sieht ja nur so aus, weil er auch von Akira Toriyama designt wurde und heißt eigentlich... Naja, der hat halt wie immer keinen richtigen Namen, der wird von allen nur Hero genannt. Auf jeden Fall will ich mit dem losziehen, Monster verkloppen und mich in den mindestens 60 Stunden Spielzeit in typischer JRPG-Manier nicht zwischen Mainstory, Sidequests und Minispielchen entscheiden können. Und vor allem will ich das alles auf meiner Switch tun. Wo ich schon so angetan vom 3DS-Remake von Dragon Quest 8 war, freue ich mich umso mehr, diesen neuen Titel mit neuer, vielversprechender Story, altbekannten, rundenbasierten Kämpfen und dem typischen Dragon Quest-Feeling unterwegs daddeln zu können.
5 lange Jahre warte ich bereits auf die Fortsetzung von The Last of Us. Ende 2016 gab es wenigstens schon mal einen, wenn auch nicht wirklich vielsagenden, cinematischen Trailer und dieses Jahr dann endlich auch mal richtiges Gameplay. Ich kann und will nicht mehr warten, aber auf der anderen Seite denke ich mir, nehmt euch bitte alle Zeit, die ihr braucht. Gut, die ersten 3 Uncharted-Teile haben Naughty Dog auch alle 2 Jahre rausgehauen, aber gerade was die Story und Charaktertiefe angeht, ist The Last of Us halt nochmal ein ganz anderes Level. Ich meine, guckt euch doch nur mal die Umgebung aus dem Gameplay-Video an, ich will da jetzt hin. Ich will verängstigt und ohne Munition in der dunklen Ecke hocken und planen, wie ich an den 2 Infizierten vorbeikomme. Ich will auf brutale Art und Weise andere Überlebende davon abhalten, mir das Leben schwer zu machen. Ich will wissen, was mit Joe passiert ist, aber vor 2019 wird das leider nichts. Pro-Tipp, wenn ihr noch keine habt, spart jetzt schon mal auf die PS4. Was mir an der E3 am besten gefallen hat, na, dass so viele Spiele angekündigt wurden, die mal kein Sequel, Prequel oder der 5. Teil einer bereits bestehenden Spielereihe sind. Wie zum Beispiel Ghost of Tsushima. Ein ambitioniertes Projekt der Sucker Punch Productions, die in den vergangenen 5 Jahren ganze 5 Infamous-Spiele gebastelt haben. Und ich kann euch eins sagen, man merkt, dass die richtig Bock auf frischen Wind haben. Ghost of Tsushima erzählt die Geschichte der Mongolen-Invasion um 1274 auf der gleichnamigen japanischen Insel Tsushima. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Jin Sakai, auch bekannt als der Geist von Tsushima, denn der gute Jin ist nicht nur ein hervorragender Samurai, sondern auch mehr als geübt im lautlosen Töten. Für euch heißt das, ihr könnt euch aussuchen, wie ihr eure Gegner am liebsten um die Ecke bringt. Für mich wirkt Ghost of Tsushima ein bisschen so, als hätte man The Witcher 3 mit Assassin's Creed und Tenchu in einen Topf geworfen, kräftig umgerührt und voila, heraus kommt eines der schönsten Spiele von der E3. Und ja, alle die mit Assassin's Creed Odyssey nichts anfangen können, bitteschön, hier ist euer Assassin's Creed im feudalen Japan. Mein absoluter Geheimtipp von der E3, der mit Sicherheit an den meisten von euch vorbeiging, ist Noita. Auf den ersten Blick sieht Noita einfach nur aus wie ein weiteres Roguelike-Spiel in hübscher Pixeloptik. Aber bei genauerer Betrachtung fällt dann schnell auf, irgendwas ist hier ganz anders. Und ich kann euch auch sagen, was das ist. In Noita ist jeder einzelne Pixel der prozedural generierten Spielwelt physiksimuliert. Werft ihr einen Feuerball, dann brennt da tatsächlich jeder einzelne getroffene Pixel. Eine große Explosion kann so ganze Gänge direkt in Staub verwandeln. Flüssigkeiten können euch nass machen, indem entsprechende Pixel einfach an euch haften bleiben. Jeder Pixel ist also nicht nur einzeln simuliert, sondern kann auch verschiedene Zustände haben. Geschmolzen, brennend, eingefroren, verdampft, im Grunde alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und da ihr als Zauberer in Noita eure eigenen Zaubersprüche craftet, um damit nicht nur fiese Monster zu pulverisieren, sondern auch die Umgebung nach euren Wünschen umformt, ist hier jede Menge Spaß vorprogrammiert. Ein herrlich kreativer Ansatz, der mir wirklich sehr gut gefällt und dem mittlerweile doch schon etwas verbrauchten Roguelike-Genre endlich mal frischen Wind verpasst, mag ich. Ist das schön. Ihr alle dürftet mittlerweile ja wissen, dass ich nicht nur für JRPGs brenne, sondern Spiele mit Pixeloptik mich sofort in ihren Bann ziehen. Ich habe meinen Super Nintendo wirklich sehr geliebt. Wenn dann aber ein Spiel kommt, das diese klassische Pixeloptik mit einem modernen Twist versieht, dann bin ich erst recht an Bord. Und auch wenn ich an dieser Stelle wirklich gerne über The Last Night gesprochen hätte, davon war leider auf der diesjährigen E3 nichts zu sehen. Dafür aber von Octopath Traveler. Und heilige Mutter Maria Jesus, sieht das spitze aus. Octopath Traveler kommt mit einem wirklich sehr klassischen Look, der mich eher so an Final Fantasy VI oder Chrono Trigger erinnert, verpasst dem Ganzen aber eine zusätzliche 3D-Tiefe. Tiefenschärfe, Parallaxe und Partikeleffekte sorgen dann für den Rest, das sieht wirklich richtig hübsch aus. Und wie der Name beinahe schon vermuten lässt, gibt es in Octopath Traveler insgesamt 8 verschiedene Charaktere, deren Geschichte ihr erleben dürft. Die sind natürlich alle irgendwie miteinander verknüpft und laden damit zum mehrmaligen Durchspielen ein. Wer von euch Seiken Densetsu 3 oder beziehungsweise Secret of Mana 2 gespielt hat, kann schon ein bisschen erahnen, was ihn hier erwartet. Falls ihr, wie ich, tierisch Bock auf Octopath Traveler habt, dürftet ihr euch freuen, denn Nintendo hat Anfang der Woche eine spielbare Demo für die Switch in den Nintendo eShop gestellt. Oder ihr wartet einfach noch 3 Wochen, Octopath Traveler kommt nämlich schon am 13. Juli raus und ihr alle wisst, wo ich dann die nächsten Wochen sein werde. Welche Titel fandet ihr denn am coolsten? Auf welche Spiele könnt ihr gar nicht mehr warten? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch Bock auf mehr Rankings oder andere Formate habt, dann klickt euch doch gerne mal durch die Endcard oder unseren Kanal. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.